Ja, was passiert heute hier? Es passiert das, was schon häufiger hier passiert ist. Wir haben Gäste im Haus, die keinen Verstorbenen zu beklagen haben, sondern die hier sind, um zu schauen, was hier bei uns so passiert, wie Sie es gerade sagen. Es sind Ehrenamtliche, die die Ausbildung als ehrenamtliche Hospizmitarbeiter beenden und als letzte, ja, so als die letzte Station dann uns besuchen. So, ne? Hospiz, Begleitung bis ans Lebensende. Und bei uns ist dann die Frage, was passiert dann? Tja, was zeigen wir den Teilnehmenden heute? Im Grunde alles, was es in unserem Haus zu sehen gibt. Einmal unsere Räume, einmal unser Café, unsere Trauerhalle, unser Kolumbarium. Darauf sind wir ziemlich stolz, sind wir doch das einzige Unternehmen hier in Dortmund, das über einen öffentlichen Urnenfriedhof im Bestattungshaus verfügt. Wir zeigen natürlich auch unsere Versorgungsräume, in denen die Verstorbenen dann eben halt hygienisch versorgt werden, angekleidet werden. Und die Teilnehmer bzw. die Gäste, die gleich kommen, werden mit meinem Mann einen Rundgang durch das ganze Haus machen. Woher kommen die Gäste? Ja, natürlich. Das ist das Forum Dunkelbund, das die Ehrenamtlichen ausbildet. Und die Frau Beate Schwedler ist heute hier als Ausbilderin mit den ausgebildeten ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern. Wie gestaltet sich die Kooperation? Ja, die Kooperation gestaltet sich wirklich, wirklich gut. Wir arbeiten eng miteinander und wir schauen alle in dieselbe Richtung. Es geht immer um den Menschen. Und es geht so, das ist unser Motto, es geht immer um das Leben. Und das ist beim Forum Dunkelbund nicht anders. Es geht um Begleitung und es geht um Leben. Einmal das Leben des Lebenden und auch das Leben dessen, der sein Leben verloren hat, der gestorben ist. Und an dem Punkt sind wir uns sehr, sehr nahe. Einmal in der Begleitung des Lebenden, Dunkelbund, und in der Begleitung des Verstorbenen und seiner oder ihrer Familie, von Freunden. Das sind wir. Wo wir uns im Alltag begegnen mit dem Forum Dunkelbund, ja, wir sind schon ständig in Verbindung, mehr oder weniger mal miteinander. Sehr eng in Verbindung ist unser Sohn, der Alexander, mit dem Forum Dunkelbund, denn er hat dort zusammen mit einer Kollegin einen Podcast. Der Podcast Leben und Lassen, so heißt er, ist zu finden einmal auf der Seite des Forum Dunkelbund, ist auf unserer Facebook-Seite, also auf Lategan-Facebook-Seite zu finden, auf der Facebook-Seite des Forums, also an vielen, vielen Stellen. Es geht um Themen rund um Tod, Trauer, Leben, Sterben, Bleiben. Da werden die unterschiedlichsten Gäste geladen. Die letzten Gäste waren, ja, wenn ich mich recht erinnere, genau, waren Mitarbeiter eines Krematoriums. Es sind also die unterschiedlichsten Menschen, die in irgendeiner Form mit dem Tod zu tun haben, die dort geladen werden. Und das gibt manchmal dann sehr, sehr spannende und aufschlussreiche Gespräche. Wir haben ja im vergangenen Jahr, 2021, haben wir einen Erwachsenenhospizdienst gegründet, Dunkelbund, einen ambulanten Hospizdienst, und da bilden wir Ehrenamtliche aus, die hospizlich tätig werden. Und das ist ein Ausbildungskurs für diese Ehrenamtlichen, die durchlaufen insgesamt 100 Stunden Ausbildung, und dazu gehört auch ein Besuch in einem Bestattungshaus. Ja, es ist wichtig, zum einen zu verstehen, was auch alles dazugehörte rund um das Thema Tod. Also die Arbeit unserer Ehrenamtlichen, die ist oft auch nicht beendet, wenn jemand gestorben ist, weil sie haben ja auch Kontakt mit den Angehörigen, die dann eben sehr traurig sind, die dann manchmal in heller Aufregung sind, die eben die Bestattung organisieren müssen. Es ist wichtig, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was gehört alles dazu und was kann auch tröstlich sein, was kann helfen. Na, und da gehört das dazu. Und auch die Räume zu sehen, das sind ja Räume, die man sonst gar nicht so sieht und wo manchem einen so ein Schauer über den Rücken läuft. Aber das gehört eben tatsächlich dazu. Ja, und das ist auch wichtig, sich damit vertraut zu machen.
Also in der Ausbildung geht es sehr viel um Kommunikation. Es geht um die verschiedenen Sterbephasen. Es geht darum, wie man mit Angehörigen redet. Was sind die Probleme der Angehörigen auch? Es geht darum, wie ist das für jemanden, der Abschied nehmen muss? Ne? Was gibt es da vielleicht für Gefühle? Mit was ist man auch konfrontiert, wenn man in der Begleitung ist? Und das sind im Wesentlichen eben eine Menge Gefühle. Sterbebegleiterin zu werden, ist schon seit vielen Jahren ein Wunsch. Es ist schwierig, da den richtigen Ausbilder zu finden. Und dann bin ich letztes Jahr auf Dunkelbund gestoßen und habe dann direkt gedacht, jetzt habe ich jemanden gefunden, der mich ausbilden kann, damit ich anderen Menschen was Gutes tun kann, die in der letzten Phase ihres Lebens sind. Was bedeutet das denn für Sie emotional, diese Aufgabe? Oh, da geht man nochmal sehr in die Tiefe und beschäftigt sich mit seiner eigenen Persönlichkeit. Und es ist halt wirklich so ein großer Wunsch, den Menschen zu helfen, die sowohl in der letzten Phase sind, als auch deren Angehörigen. Denn es ist schon wichtig, dass man jemanden hat, der dann dabei ist einfach. Ich erhoffe mir von diesem Besuch heute hier im Bestattungsinstitut, dass ich einfach so ein bisschen mehr Einblick bekomme, was nach dem Tod passiert, bevor der Mensch dann verbrannt wird oder beziehungsweise beerdigt wird.